Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Perfect Green. Ihr wollt in die Spindelmeerwelt einsteigen, wollt euch aber nicht gleich so ein teures Gerät zulegen? Dann habe ich für euch eventuell das Passende, denn ich teste heute ein Einhell-Akku-Spindelmäher und ihr werdet überrascht sein, was ihr für 170 Euro inklusive Akku alles bekommt. Viel Spaß! Gestern Abend geliefert bekommen und ich dachte, ich mache heute gleich einen Test. Keine Angst, es wird kein Unboxing-Video, das habe ich mir geschworen, das werde ich nie machen, total langweilig, denn ich habe ihn für euch natürlich schon zusammengebaut und habe auch wirklich, ich war beeindruckt, dass man für gerade mal 170 Euro so eine gute Qualität bekommt. Er ist sehr hochwertig verarbeitet, sehr hochwertigen Kunststoff verwendet, er ist sehr stabil, macht somit auch einen sehr guten Eindruck. Ich habe noch nicht gemäht, ihr seid sozusagen live dabei, heute beim ersten Mal mähen und wir werden einfach kurz auf die Details eingehen. Er hat ein, zwei Features drin, er hat aber auch schon Schwächen, wo ich gedacht habe, okay, und schauen wir einfach mal. Meine Bedenken waren zum Beispiel, der Akku, er hat nur 18 Volt und da waren einfach meine Bedenken, vor allem bei meinem dichten Rasen, dass er das niemals schaffen wird und sind wir gespannt, was passiert. Wie schon erwähnt, der Akku, also hier muss ich schon mal sagen, die Klappe ist wirklich sehr minderwertig, sehr günstig. Das passt nicht zum Rest vom Mäher. Der Mäher, wie gesagt, sehr hochwertig, aber die Klappe hier extrem billig verarbeitet. Der Akku, er hat genügend Platz. Das ist jetzt ein 2,5 Ampere Akku, 18 Volt und dieser war dabei, inklusive Ladegerät und passt aber auch gut ein größerer rein. Ohne Probleme mit 5 Ampere oder sogar 6 Ampere Stunden. So schaut er von unten aus. Das ist der Motor, der die ganze Spindel antreibt. Über einen Keilriemen oder Zahnriemen wird das Ganze angetrieben. Hier sitzt das Untermesser und hier sind jeweils die Schrauben, wo man den Druck von dem Untermesser und somit auch das Schnittbild einstellen kann. Jetzt schauen wir einfach mal, ob der überhaupt scharf ist. Ich habe noch gar nicht getestet. Gut. Passt. Man sollte immer alle 5 durchgehen. Das waren 5, passt. 1, 2, da nicht ganz. 3 passt auch nicht. Also hier muss man ein bisschen einstellen, was vorkommen kann, weil er sich relativ oft verstellt, solche Spindelmäher. Vor allem die günstigen, die handbetriebenen. Gut, passt. Ordentlich. Hier haben wir dann die Rollen, wo er drauf läuft. Also er hat hier einmal Räder, er hat leider keine Frontrolle. Er läuft natürlich auf Räder und hinten hat er dann die feststehende, die feste Heckrolle. Die sind aus einem günstigen Kunststoff, klar, für das Geld. Ich habe auch keinen Antrieb dabei, ich muss ihn natürlich schieben. Und sie sind zumindest zweigeteilt, damit ich ein besseres Handling habe, wenn ich ihn jetzt irgendwo rumdrehe. Soweit wirklich ganz ordentlich verarbeitet. Das passt so. Für das Geld gibt es da wirklich gar nichts dran auszusetzen. Was habe ich noch? Ich habe hier, finde ich, ein ganz cooles Feature. Und zwar die Klappe, die den Auswurf regelt, wie weit der Auswurf raus soll, ist natürlich abhängig. Habe ich ein feines Gras, wirft das natürlich mehr raus. Habe ich ein grobes Gras, eher weniger. Habe ich ein nasses Gras, muss ich auch höher aufmachen. Und hier habe ich den Vorteil, ich kann es wirklich gut verstellen und auch wenn ich mal mulchen möchte, kann ich es relativ runter machen, damit ich nicht die ganze Grasschnipsel in meinem Schuh drin habe. Die Schnitthöhe kann leider nur in 4 Stufen verstellt werden. Da hätte ich mir einfach ein stufenloses System gewünscht, geht aber, ja, bekommt man leider nicht so. Ich kann von 38 mm, dann nächste Stufe wäre die 32, die 23 und die 14 mm einstellen. Es funktioniert sehr gut, aber wie gesagt, ich hätte mir gerne ein stufenloses System gewünscht. Gerade beim Spindelmäher würde es schon Sinn machen. Er wird natürlich mit Fangkorb geliefert, wobei besser gesagt Fangsack, ein Korb ist nicht wirklich und er ist wirklich extrem minderwertig, billig verarbeitet und ich habe auch schon was festgestellt, also er wird hier eingeklippt und das ist schon mal ein großer Nachteil, er wird nicht nur eingehängt, sondern ich muss immer kurz einklicken auf der anderen Seite noch und dann muss ich auch noch hier den Fangsack befestigen,
Das ist wirklich sehr umständlich gelöst mit einem Klippverschluss. Da hätte man auch einen Haken oder so hinmachen können. Und dann wird das Ganze hier befestigt und so schaut es dann aus. Hier ist relativ viel offen. Weiß nicht, ob es funktionieren wird. Schauen wir einfach mal. Ich glaube, die Konstrukteure haben sich nichts dabei gedacht. Wahrscheinlich haben sie ja nur gedacht, okay, komm, Hauptsache, wir bieten es mit an, wir liefern es einfach mit. Sieht besser aus und für die paar Euro. Egal, schauen wir uns einfach mal an, wie er funktioniert. Im Gesamten muss ich aber wirklich sagen, er ist wirklich hier sehr stabil verarbeitet. Das passt alles soweit. Ich habe hier keine Schnellverschlüsse, sondern Schraubverschlüsse, die wirklich sehr gut zu bedienen sind. Aber prinzipiell das ganze Teil wirklich sehr hochwertig verarbeitet und sehr verwindungssteif, stabil. Auch wieder mit dem Anmachen ganz normal als Sicherungsschalter und dann kann ich das Ganze reinmachen. Von der Lautstärke, ihr habt es gehört, ich finde es angenehm, ist okay. Da ist mein LED lauter, wenn ich ehrlich bin. Und ich würde einfach sagen, mähen wir mal. Schauen wir mal, ob er gut ist und wie er funktioniert. Ich würde sagen, los geht's. Stellen wir mal die Schnitthöhe ein. Ich stelle es jetzt erstmal auf 23. Ich will nicht gleich irgendwas kaputt machen. Das ist die zweite unterste Stufe, die 23. Schauen wir mal. Normal mähe ich mit meinem Mäher, mit dem LED immer auf so 17, 18. Der Robi mäht auf 20. Und ja, schauen wir einfach mal. Los. Er schneidet schon mal relativ wenig weg. Die 23, wo ich eingestellt habe, sind glaube ich nicht wirklich 23, aber ich würde einfach sagen, ich mähe jetzt mal 2-3 Bahnen und dann schauen wir einfach mal, ob ich noch runtergehe auf die 14. Die 14 ist natürlich schon extrem. Vor allem jetzt, wir bekommen heute 35 Grad, aber schauen wir mal. Also mein erster Eindruck, extrem handlich, extrem gut, er ist leise, er lässt sich sehr gut schieben, sehr stabil, er fängt auch nicht an zu hopfen bei Unebenheiten. Wow, wirklich wow, ganz ehrlich, 170 Euro, erster Eindruck, Junge, richtig, richtig gut, richtig gut. Der erste Negativpunkt habe ich schon bemerkt, genau wie erwartet, wie gedacht. Der Fangkorb ist einfach Müll. Ihn füllt es ehrlich gesagt so gut wie gar nicht. Es ist wirklich katastrophal. Es ist nicht gut, ist wirklich extrem gut. Das ist wirklich sehr, wow, der ist mal richtig gut. Der Schnitt ist echt top. Wie erwartet, der Fangkorb ist einfach nichts. Ich tue ihn jetzt einfach mal ausleeren, mähe weiter und ihr dürft mir gerne mal kurz dabei zuschauen. Und jetzt bin ich bei 14 mm, eingestellt 14 mm. Ich hoffe, ich bin nicht zu tief. Die Schnitthöhe, wie schon gesagt, sind auch jetzt hier nicht wirklich 14 mm. Das liegt einfach daran, er ist relativ leicht, er ist fast schon zu leicht. Er drückt sich zu wenig in die Grasnarbe ein. Es gibt ja immer eine eingestellte Schnitthöhe, die wäre jetzt hier die 14 mm. Aber durch mein dichtes und vor allem trittfestes Supina bleibt er relativ oben auf der Grasnarbe stehen. Er schwebt sozusagen drüber und dadurch erreiche ich niemals die 14 mm. Das sind geschätzte 18, 19 mm, werde ich nachher mal mit dem LED nachmähen und einfach mal schauen, was da noch weggeht bei 18 mm Schnitthöheneinstellung. Wie gesagt, kurzes Zwischenfazit würde ich generell sagen, der Korb, einfach Müll, der Fangkorb, das passt gar nicht und so wie es ausschaut, macht er aber keine Rippchen rein. Es gibt Handspindelmäher,
Die machen aufgrund der wenigen Umdrehungen und vor allem auch die 5 Messerspindel, machen die sogenannten Rippchen, auch Manchester-Muster genannt. Man sieht genau, wo das Messer immer geschnitten hat. Das macht er augenscheinlich jetzt mal nicht. Ich werde auf heute Abend mal abwarten, wenn die Sonne etwas tiefer steht. Aber momentan ist ganz gut. Was auch noch sehr gut ist, ich kann ihn natürlich, wenn der Akku leer ist, ich hole mal her, wenn der Akku leer ist, ich kann natürlich auch schieben und er mäht trotzdem weiter. Das heißt, er hat eine Übersetzung drin, somit habe ich ein Handspindel mehr. Habe ich ein Handspindel mehr und kann ihn auch trotzdem ganz normal verwenden, falls mal der Akku leer sein sollte. Aber da würde ich euch einfach empfehlen, einen größeren Akku kaufen oder einfach einen zweiten kaufen. Das ist das Maximale, was man rausbekommt. Und ihr habt es gesehen, ich habe 3 oder sogar 4-mal das Gras von vorne nach hinten getan. Also der Fangkorb. Der Akku ist leer. Es waren jetzt ziemlich genau 200 Quadratmeter und der 2,5 Amperestunden Akku ist leer. Allerdings muss ich einen Schutz nehmen bei meinem dichten Rasen. Schnitthöhe 14 mm, er hat ordentlich was zu kämpfen. Der hat gut was weggeschnitten, aber da würde ich auf jeden Fall empfehlen, einen größeren zu kaufen. Und jetzt mache ich erstmal Pause. Verdammt. Ich habe was entdeckt, und zwar, wenn man zu schnell läuft, macht er ein Rippchenmuster rein, das zeige ich euch kurz. Da muss man relativ langsam laufen und dann wird das Ganze auch besser. Ich hoffe, ihr seht was, ihr könnt was erkennen. Vor allem hier hat er extrem tief gemäht, da mein Rasen etwas höher ist als die Mähkante. Und da habe ich ein Rippchenmuster reinbekommen und hier genauso. Also im Schatten sieht man es schon besser. Ich warte mal bis heute Abend, bis die Abendsonne da ist. Und da wird es natürlich dann noch extremer sein. Was mich auch extrem stört, also ich habe jetzt diese Fläche hier gemäht, das sind ca. 100 Quadratmeter. Und habe auch diese Fläche gemäht, das sind auch nochmals 100 Quadratmeter. Also das heißt ca. 200 Quadratmeter, Akku ist leer, 2,5 Ampere. Was mich stört, ist einfach der Fangkorb. Das ist wirklich totaler Müll. Ich habe auch hier wirklich die... überall Grasabschnitt, wo er nicht aufgenommen hat. Ich sehe es hier überall und es ist wirklich grausig. Also der Fangkorb ist gar nichts. Ansonsten macht er wirklich einen sehr guten Eindruck. Kann man nicht klagen. Für 170 Euro wirklich top. Sehr gut gemäht. Bis auf ein paar Rippchen, wo ich einfach zu schnell gelaufen bin. Aber so im Großen und Ganzen schaut es wirklich, wirklich gut aus. Ich hätte gesagt, ich lade den Akku auf von dem Einhell, auch mein Akku kurz aufladen, ist wirklich mörderheiß. Und dann sehen wir uns einfach später nochmal. Und dann mähe ich die restliche ca. 100 Quadratmeter und dann kommen wir zum Fazit. Mein Test ist abgeschlossen. Es ist abends, die Sonne versteckt sich momentan in den Wolken. Und ich muss schon sagen, meine größten Bedenken waren die 18 Volt. Schafft der Motor meinen dichten Rasen mit seinen nur 18 Volt? Und ich muss sagen, ja, er schafft es ohne Probleme, hätte ich wirklich nicht gedacht. Generell, das ganze Schnittbild ist sagenhaft gut. Für einen Mäher dieser Preisklasse wirklich schon unglaublich. Und ich bin echt total begeistert. Er hat natürlich seine Schwächen. Habt ihr bestimmt auch gemerkt, der Fangkorb. Der Fangkorb ist absoluter Müll. Wirklich, den könnt ihr echt in die Tonne kicken. Ich habe ihn dann später noch etwas runtergesetzt, dass er auf den Boden schleift, der Winkel flacher wird. Aber es hat etwas gebracht, aber er ist und bleibt einfach nur Schrott. Das Ding ist wirklich Müll. Der Akku mit 2,5 Ampere schafft ca. 200 Quadratmeter. Das ist gut, ihr könnt ja auch größere reinmachen, das passt alles soweit. Von dem her gibt es da nicht viel dran auszusetzen. Was er leider nicht hat,
Manche wird es freuen, er macht keine Streifen mit hell-dunkel. Da fehlt ihm einfach das Gewicht und die Walzen. Und das finde ich auch etwas schade, denn aufgrund seines niedrigen Gewichtes kommt er auch nicht so tief, wie er mähen sollte. Er sollte eigentlich auf 14 mm mähen, da kommt er aber nicht runter. Ich habe es mit dem Ellet nachgemäht und der Ellet hat bei 18 mm noch was abgeschnitten. Somit hat dieser hier bei 14 mm, bei meinem Rasen zumindest, so circa 18, 19 mm Schnitthöhe. Das ist einfach seinem Gewicht geschuldet, er kommt nicht ganz runter. Aber ansonsten, bis auf die Schnitthöhe, klar, ich kann sie nur in 4 Stufen einstellen. Da hätte ich mir wirklich gern eine stufenlose Schnitthöhenverstellung gewünscht. Man kann nicht alles haben. Für 170 Euro bekommt ihr wirklich ein sagenhaft gutes Gerät. Das Schnittbild, wie gesagt, sehr gut. Allerdings, ihr müsst normal gehen, normal laufen. Ihr dürft nicht zu schnell sein. Wenn ihr zu schnell seid, bekommt ihr ein Rippchenmuster rein. Was auch normal ist, was auch beim Ellet so wäre. Da fehlt ihm einfach hier nochmal 1 oder 2 Messerspindel. Aber trotzdem, es ist ein angenehmes Laufen, so Sonntag spazieren gehen und nicht zu langsam. Ja, generell, ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Ein Top-Gerät. Hätte ich das Gerät vorher gekauft, hätte ich wahrscheinlich mein Ellet nicht gekauft. Das ist der Einstieg in die Spindelmäherklasse. Ich bin wirklich total begeistert. Er bleibt auf jeden Fall hier. Ich wollte ihn eigentlich wieder verkaufen, aber er bleibt auf jeden Fall hier. Es gibt noch eine Alternative, und zwar der Gardena 380 Li. Und den werde ich mir auch besorgen, den werde ich auch testen. Den werde ich gegen den Einhell antreten lassen. Und da ist die Frage, sind es die 300 Euro Aufpreis zu dem Gardena wert? Ja oder nein? Das alles wird in nächster Zeit kommen bei Perfect Green. Ihr dürft gespannt sein, da werden noch weitere sehr gute Videos kommen. Wir sind am Drehen tagtäglich und es läuft auf Hochtouren. Von dem her sage ich einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen und wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann. Ich muss noch mal einen Nachtrag zu meinem Fazit dazu hinzufügen. Und zwar, wir haben das Video schon komplett geschnitten gehabt. Und mir ist danach, ich habe ihn natürlich benutzt im Alltag, und mir ist dann etwas Gravierendes aufgefallen. Und zwar, wenn ich die Schnitthöhe auf 14 mm, also die tiefste Einstellung, gestellt habe, habe ich ein Riesenproblem. Ich bin jetzt 1,75 und ich kann generell den Griff wirklich nur in einem ganz bestimmten Winkel halten. Und selbst ich mit meinen 1,75 muss ihn relativ weit unten halten, damit er mehr unten bleibt. Halte ich ein bisschen weiter hoch, dann nehme ich den ganzen Mäher mit und er hat einfach keinen Kontakt mehr zum Boden. Und das finde ich richtig blöd gelöst. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Da ist hier nämlich ein Stopper. Es würde vielleicht Abhilfe schaffen, wenn man den abflexen würde. Macht aber für mich keinen Sinn. Neues Gerät, schon die Flex auspacken. Also das ist ein ganz großer Kritikpunkt, das wollte ich nur noch mal, war mir persönlich ganz wichtig, weil Personen, ich sage mal 1,80, 1,85 werden damit definitiv nicht glücklich. Gehe ich mit der Schnitthöhe etwas runter, dann etwas hoch, dann funktioniert das Ganze natürlich besser, aber verstehe ich absolut nicht, was sie sich da dabei gedacht haben. Und ja, auf jeden Fall wünsche ich euch trotzdem alles Gute, bis zum nächsten Mal bei Perfect Green.